Ja, da sind wir wieder. Jo, und zwar haben wir uns dann nur noch ein, zwei Häuser angesehen. Im Krankenhaus lag nichts rum. Und ich mein ganzes noch eine Inventar Dose zu essen gefunden. Ja, ja, mein ganzes Inventar ist voll mit Fressen und Trinken. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns jetzt auch Ach noch ja, sterben. Und diese Munition, die ich gefunden habe, war für einen Revolver. Ja, ja. Folg mir. Wir gehen dann hier lang. Was Grüne. Ist das überhaupt die richtige Richtung? Ja, da rechts ist doch die Straße. Warte, da sind Schienen. Wir müssen jetzt über die Schienen. Wow, Junge. Warte, lass hier. Komm zurück. Ich glaube, wir sind falsch. Nein, Junge, das ist die Straße. Lass hier. Ich sehe aber die Feuerwehrwache nicht. Ja, Junge, du siehst doch Elektro, das ist Schild von Elektro. Hier bin ich ja auch hingekommen, als ich nach Elektro gelaufen bin. Ah ja, okay, komm. Links. Lass hier lang laufen, dann sieht man uns nicht so schnell wegen den Büschen. Ja. Warte, eine Lagerhalle da vorne. Ich steck sie, ich sehe da aber niemanden. Ich auch nicht. Ich lauf dir jetzt hinterher. Da ist niemand drin und da nichts, ne? Ne. Gut. Du bist hinter mir, ne? Ja, ich bin genau hinter dir. Puh. Weißt du, was episch wäre? Was? Wenn wir jetzt, während wir hier so lang laufen, dann so sehen, wie ein Spieler von hinten dann so über die Straße läuft. Dann ziehen wir beide ganz scharf auf den drauf, gehen, dann schießen dann beide gleichzeitig und beide Kugeln fliegen in seinen Köpfe zurück. Ja, Mann. Das ist mega nice. Komm, wir ballern auf die Tank. Leck mich. Glitscht der einfach so durch den Zaun. Wo bist du? Hm? Hinter dir! Immer noch. Liegt da rum, mit Kiwi. Nicht ganz auf der Straße. Mal etwas daneben. Genau. Alter, anscheinend geht der Nervenkitzel weiter, obwohl jetzt gar nicht so viele gerade online sind. Ja, Mann, egal. Das sind ja eigentlich immer so die Hauptstädte. Scherno und Elektro. Sache, ich esse gerade einfach was. Ja, ja. Der Dave, ne? Dieser Hosenstall hier. Oh, elegant über den Zaun hüppeln. So stellt man hier ist ein Brunnen. Ich sehe es, ich deck dich. Ich brauche nichts zu trinken, ich bin noch hydrated. Ich auch, ich bin nur hungrig. Warte, deck mich, ich esse was. Warte, wo haben wir denn noch was? Okay, ich muss mir was aufmachen. Oh, wie gern ich gerade eben den Spieler abgeknallt hätte. Du so, ja, der ist friendly, nicht abknallen, Alter. Ich sag dir, du kannst keinen Menschen trauen in diesem Scheiß Leben. Ja, Mann, es hätte auch bei dem sein können, dass der irgendwie eine Knarre dabei hat und der hätte uns dann eiskalt abgeknallt. Ja, das so eine kleine wirklich Knarre. Ja, oder eine M4. Kann ja auch sein. Nö, das hätte man ja auf dem Rucksack gesehen, du. Na. Ja, auch wieder wo. Das wäre ein Cheater gewesen und der hätte uns dann. Hier sind die Türen schon offen, das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, Tscherno könnte uns wieder was erwarten. Ganz sicher. Alter, wie vorsichtig wir geworden sind. Ja, Mann, ist doch besser so. Wir haben jetzt beide endgeile Wummen und eine super Ausrüstung. Wir müssen so vorsichtig sein. Nicht exakt auf den Gleisen. Rechts daneben, genau. Lässt jetzt rechts über die Straße auf diese Seite wechseln und dort weiterlaufen. Ich guck mal eben nochmal hinter uns. Hinter uns ist niemand, oder? Übrigens. Da läuft, da ist jemand!
Hinter uns, auf der Straße. Wo? Auf der Straße hinter uns. Scheiße, verdammt, ich versteck mich hinten im Dickicht. Ja, okay. Wir gehen in einen Busch rein und ziehen mit der Sniper auf den. Komm, den Busch. Aber der sieht aus, als ob der nichts hat, egal. Ich stuck mich. Wo ist der? Da. Am Arsch, der hat eine Knarre hinten drauf. Ich seh's. Wir lassen ihn vorbeiziehen. Nichts vorbeiziehen, Alter. Wenn der vor uns ist, knallen wir den ab. Ja, aber ich erstmal vorbeiziehen lassen. Der hat uns nicht gesehen. Der rennt in den Busch rein, der macht uns nach. Ich sehe den. Ich auch. Ich ziehe die ganze Zeit in seine Richtung. Es geht ja schon wieder weiter nach hinten. Ich gehe langsam auf den zu, ne? Ja. Komm mit. Mach ich. Er ist jetzt rechts. Wie gut ich den jetzt abgeknallt habe. Komm, wir holen uns den jetzt. Schnappen wir ihn uns. Wenn du außen rum, geh du über an den Schienen lang. Das Feuerfreigabe. Wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. An den Schienen. Wo bist du? Ich laufe links neben den Schienen vorbei. Ich bin wahrscheinlich vor dir. Ich glaube, der hat sich hingelegt. Der Wichser hat sich ganz sicher hingelegt. Ich sehe da so ein schwarzes Teil. Boden. Ja, der Wichser liegt. Oh, wo bist du? Ich bin rechts von dir. Achtung, nicht so lang laufen, nicht so lang. Ein Zickzack. Der liegt. Ich weiß doch ganz sicher, dass der liegt. Der liegt hundertprozentig. Wo bist denn du, Junge? Oder ist der jetzt da hinten? Junge, wo bist du? Ah, da ist der. Wo? Da, ich bin links von dir. Hinten bei dieser Scheune. Der rennt jetzt wieder auf die Straße. Schieß doch nicht. Er ist tot. Fick das. Wo bist du? Junge, ich weiß nicht, wo der ist. Ja, lauf geradeaus. Ich komme jetzt zu dir. Ich bin links von dir. Haha, nice. Ich wusste, ich könnte ihn ausnutzen. Hammer, ein Schuss, ein Treffer. Ich sehe nicht, wo der liegen soll. Vielleicht ist er noch bewusstlos. Ja, irgendwo rechts neben der Straße. Hammer, nice. Ich wusste es, weil die rennen oft genug. Wo bist du? Rechts neben dir. Ach, da. Wo soll der liegen? Folg mir, ich laufe jetzt zu ihm hin. Aber Achtung, es könnte sein, dass er immer noch liegt. Ja, da liegt er. Hammer, nice. Lass mich auch mal gucken, was der für ein Loot hat. Ja, lass mich als erstes. Tatsächlich, der hat eine Knarre. Der hat einen großen Rucksack, ne? Ich glaube, der lebt noch. Ich habe ihn abgeknallt. Der hat auch eine SK6 mit Bajonett. Ja, ich nehme mir die Muni davon, ne? Fuck, der hatte so ein geiles Scope. Das ist aber ruiniert. Was zu essen, was ist das denn? Roten Stick, Junge, hat denn Alter, wie viel trinken hat der bitte schon dabei? Ich nehme diese Weste, ne? Mach. Warte, ich will mir seinen Rucksack mitnehmen. Ich nehme mir was zu trinken mit. Du kannst auch was haben. Warte, lass mich das hier sortieren. Ich nehme seinen Rucksack dann mit. Ich habe zwei Sachen zu trinken mitgenommen. Ich nehme mir jetzt diese Weste. Deck mich so lange, ne? Ich will, dass ich nehme noch den Thunfisch. Ich will das hier umsortieren, sodass ich seinen Rucksack mitnehmen kann. Das schmeiß ich weg. Ich sortiere das auch hier eben um, damit so. Warte, so den Reis. Kompass. Hammer, ich knall den Eiskalt ab. Junge, wirf doch nicht diesen Scheiß. Der Junge nutzt zu lange, das kann gleich wieder da rein. Ich werf mal die Batterien raus in die Taschenlampen. Schreibt der mir lalalalalala. Also nicht du. Ja, ja. Was mach ich denn für einen Scheiß? So, First Aid Kit zieh ich da mal rein. Junge, die Stöcke wollen nicht weg. Gut.
tue ich die Stöcke dann erstmal da rein. Jetzt kommt noch der Defi dazu. Das Teil und die Muni. Alter, wie geil. Mega, ne? Wir werden so, so richtig zu richtigen Huntern, Alter. Complete Reunited. Junge, jetzt schmeiß doch den Rucksack raus. Warum kann ich den Rucksack jetzt nicht wegschmeißen? Toll. Der hat voll viele Sachen, die badly damaged sind, weil wir den abgeknallt haben. Ich weiß. Junge, warum kann ich meinen Rucksack nicht? Ah, doch, jetzt kann ich. So, also, ich trinke was. Ich hab jetzt seinen Rucksack. Ich nehme mir seine UK West. Jo. Seine Pants, alles was in seinen Pants war, ist ruiniert. Hammer, nice. Jetzt habe ich einen endgeilen großen Rucksack. Mann, hat der sich gelohnt. Deck mich, ne? Ja, steck dich. Hammer, nice. Haben wir einen eiskalt ab. Ich habe ihn eiskalt. Nice, ich habe jetzt einen Dosenöffner. Auf diese Entfernung, Alter, was war das für eine Entfernung? Sieh dir das mal an. Kann stell ich mal gleich, nicht. Ja, stell ich gleich mal hier hin. Ich habe jetzt jedenfalls einen Dosenöffner. Junge, hat die Mose eine dicke Reichweite. Hammer nice, dass ich mich umgedreht habe, sonst hätten wir den nicht... Boah, dann bewegt der Typ sich noch und ich knall den eiskalt ins Bein. Ich hab dem in den Köpfes geschossen. Ich hab gesehen, ich kann nichts von den looten, dachte mir noch, dass der lebt und schießt ihn dann nochmal in den Köpfes. Ich hab den auch ins Bein geknallt. Hammer. Geknallt, aber richtig geknallt hast du ihm eine, Dave. Habe ich die UK-Weste bei dir jetzt an? Moment nicht, nein, das brauchte man ein klein wenig. Also, ich scheine die aber an zu haben. Ja, ich habe auch den Rucksack eigentlich an, man sieht den nicht. Hammer nice, Alter. Zieh dir das mal an, stell dich mal hier zu mir hin. Die Jacke kann ich mir ja nicht noch zusätzlich wieder anziehen, ne? Nee. Müsstest du eigentlich. Genau. Nein, kann ich aber nicht. Warte. Ich tausche mal die Handschuhe. Ich kann mir noch dieses Shirt nehmen, was der hat. Es geht. Nice, meine Firefighter-Axt ist übrigens pristine. Hammer, jetzt habe ich alles. Stell dich mal hier hin und guck dir das, guck mal zu den Schienen, also in der Richtung, aus der wir gekommen sind. Ja, ich habe mir jetzt noch seine Munition genommen aus der SKS. Jetzt habe ich richtig viel Muni. Ich bunker die ganze Muni in der Weste. Direkt. Soll ich die SKS? Nee, ich nehme die SKS nicht mit. Ich bunker die ganze Muni in der Weste. Ich behalte die Mosin, ist besser, dann hast du eine und ich habe eine. Guck dir das mal an jetzt. Warte doch. Hammer nice, da drehe ich mich um und sehe von hinten einen laufen, boah. Boah, der hätte uns aber gefährlich werden können, ey. Ja, deswegen, glücklicherweise habe ich mich umgedreht, sonst hätte der uns gesehen. Hammer nice, Alter, ich habe mega viel Platz jetzt. Ich auch, ich habe einen ganzen Rucksack voll. Ich habe den Green Mountain Backpack, der ganze Rucksack ist voll. Ich esse mal eben was. Stell dich mal hier hin und dreh dich mal um. Guck zu den Schienen nach hinten, von denen wir gekommen sind. Dreh dich um. Umdrehen. Ich habe gerade nach hinten hingeguckt. Ja, ungefähr dort, wo die Bäume sind, dort stand ich und hab geschossen. Alter. Ja, Mann, mega. Genau dann, als der irgendwie hier gerade gelaufen ist, sodass er nicht nach links oder rechts bei mir gelaufen ist und ich mit dem Fadenkreuz etwas auf dem drauf war, habe ich geballert. Ich gucke und sehe dann irgendwie, dass der schwarze Punkt irgendwie kleiner wird. Und dann merke ich, jawohl, weggenatzt. Jawohl, Alter, wie viel Munition ich habe. Okay, komm. Das war eine Frau. Wir haben eine Frau umgenatzt. Jawohl. Alter, was eine geile Folge. Ja, Mann, mega. Womöglich jetzt war das. Swaps kann ich aufnehmen, weil dies und das. Womöglich war das sogar noch der gewesen, der uns, der in der Stadt geschossen hat, vor dem wir uns die ganze Zeit versteckt haben. Das kann sein. Mich wundert, dass der uns nicht gesehen hat, weil der ist hinter uns gelaufen. Ja, Mann, es kann ja auch sein, dass er uns gesehen hat, aber uns irgendwie umgehen wollte. Komm. Ja, ich guck nur hin wieder immer nach hinten. Das hat uns gerade das Leben gerettet, Junge. Stimmt. Ganz klar, mit der SK6, wir hätten gar nicht so schnell reagieren können. Der SKS. Ist uns beides umgenutzt, hä? SKS. Hab ich gesagt. Du hast SK6 gesagt. Ich hab SKS gesagt. Lern zuhören. Klar. Ja. Junge, wir hätten gar nicht so schnell uns umdrehen können und ziehen können, dann hätte er uns schon abgeknallt.
nice und ich dachte, der hat sich hingelegt, weil ich da, weil ich nicht mehr gesehen habe, wie der gerannt ist und dann nur noch so ein schwarzer Fleck irgendwo auf dem Boden war. Okay. War aber dann doch nichts. Boah, Alter, alles kalt abgeknallt, wie geil das war. Dann drehe ich mich nach rechts. Das war aber riskant, was du gemacht hast. Der war wahrscheinlich schon verletzt. Sonst wäre der nicht beim ersten Mal vielleicht abgekackt. Ja. Der hätte sich auch umdrehen können und dann wärst du am Arsch gewesen. Hättest du nicht gut genug reagiert. Naja, komm, aber auf dieser Reichweite muss er mich erstmal suchen. Mit den Augen, meine ich. Ich lauf gerade über den Hügel, ich sehe aber keinen. Ich weiß, ich bin genau neben dir. Ich lauf jetzt etwas über wieder links, ne? Ja, ich bin genau hinter dir. Guck du ab und zu mal nach hinten, ne? Ja, klar. Endgeil, Alter. Einfach abgekleidet. Wie ich mich gerade liebe. Ich feiere mich. Junge. Was? Das war badass. Ich hätte den schon während er gelaufen ist abkleiden können. Weißt du, wenn die irgendwie nach links oder rechts laufen. Ja, Junge, wie oft ich den Fadenkreuz hatte, aber ich hab mich nicht getraut. Nachher hätte ich nicht getroffen. Ich weiß, ich hab mich getraut. Und selbst wenn, du hast ja gesehen, wo der war. Wenn ich nicht getroffen hätte, hätte der sich auf jeden Fall umgedreht. Nee, eben nicht. Ich wusste ja nicht, wo der ist. Ich höre nur auf einmal einen Schuss und du sagst, er ist tot. Und ich wusste gar nicht, wo der gerade ist. Ich hätte ihn dann auf jeden Fall abgeknallt. Wenn er, da war dann ein Schuss und dann hätte er sich umgedreht und dann wäre er weg gewesen. Alter. Das Einzige, was problematisch gewesen wäre, ist die Reichweite. Ich hatte jetzt keinen Plan, ob ich den mit dieser Reichweite mit der Mosin treffe. Wie krass das einfach gerade war. Ja. Ich sehe dann nur so einen Furz auf der Leinwand. Ich bin vielleicht so ein bisschen leise gerade, aber Alter, das war richtig hart. Ja, ich habe immer noch Gänsehaut. Ich würde auch mal gerne einen abknallen. Ich habe den zwar gerade den Gnadenschuss gegeben zusammen mit dir, aber trotzdem. Was mir in den Fuß geschossen? Ins Bein, bitte. Das reicht schon. Guck mal, ich habe zwei Leute abgeknallt. Es gibt nicht so an. Ja, toll, du hast einen Noob abgeknallt. Du hast den auch nur abgeknallt, weil ich so knallhart war und gesagt habe, knall den ab. Ja, aber komm, du hättest den auch abknallen können, du hattest die Knarre. Mit einem Schuss, wer weiß, ob der gestorben wäre. Ein Schuss in den Kopf, vielleicht. Und selbst wenn, ich hätte dann ja mit der Knarre weiter auf den gezielt. Ja, stimmt. Egal, komm. Ich bin gerade hinter dir, warte. Guck nach hinten und deck mich, während ich über die Brücke leine. Ich deck dich von hier aus. Hammer, einfach nur Hammer. Ich glaube, ich kill ab jetzt jeden, der mir in den Weg kommt, selbst wenn der noch so Noob ist. Ja, ich auch. Wie kann man eigentlich einen Clan gründen? Weiß ich nicht, will ich auch gar nicht. Junge, nicht so auf der Straße rumlaufen. Ein bisschen weiter. Ich bin rechts, du bist links. Das ist eine super Aufteilung. Hammer, ich drehe mich um. Ich dachte mir schon, dass dann nach einiger Zeit vermutlich irgendwann einer von hinten kommen wird. Alter, hast du es jetzt? Junge, komm, wenn du den so auf dieser Distanz... Boah, da hinten sehe ich schon das zerstörte Haus. Komm mal her. Ja, ich sehe dich. Warte, ich bin gleich da. Komm mal her. Ich bin gleich da, ich bin rechts von dir. Stell dich mal dahin. Jawohl, mega geil mit dem zerstörten Haus. Warte, hier so hin. Aber nicht wieder den Stinkefinger, der wird auf Zeit langweilig. Junge. Hock dich einfach nur ins Gras. Ja, oder? Ja, genau so. Warte. Junge, mach es weg. Okay. Alter, Mann. Wie nice. Hammer. Ich wusste auch gar nicht, dass ich den getroffen habe, bis ich den nicht mehr gesehen habe. Hast du jetzt? Habe ich überhaupt den Timer gestellt? Toll, hab nicht den Timer gestellt. Egal. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Okay.